Der Mäuseunterricht. Die Mama Maus kam aufgeregt und empört nach Hause und piepste dem Mäuserich entgegen. Hast du das gehört? Hast du das schon gehört? Was soll ich denn gehört haben? Puffy, der Kater, hat unseren Kindern erzählt, dass er keine Mäuse fressen würde. Sie sollten nicht uns, sondern ihren Augen glauben. Er zeigte ihnen seine Pfoten und erklärte, er hätte keine Krallen. Wie sollte er sie also fangen können? Er hatte seine Krallen natürlich eingezogen. So ein Schuft, stell dir das nur vor! Der ist sehr schlau, wirklich ein schlauer Kater. Gott sei Dank waren die Kinder vernünftig und blieben unter dem Schrank, als er mit ihnen sprach. Aber nun sind sie ein bisschen verunsichert. Ich sage dir, ich würde mich nicht wundern, wenn er eines von unseren Kindern fangen und fressen würde. Sie meinen, wir verdächtigen ihn zu Unrecht, weil er ja sein Katzenfutter hat. Woher wissen Sie denn das? Hast du vergessen, dass wir alle schon zweimal von seinem Katzenfutter gefressen haben? Stimmt. Entschuldige, ich werde alt. Wir müssen etwas tun, mein Alter. Hast du ihnen denn nicht gesagt, dass der Kater lügt? Natürlich habe ich das, aber du weißt ja, wie Kinder sind. Sie möchten alles mit ihren eigenen Augen sehen. Sie möchten alles selber erleben. Stimmt. Der Mäuserich nickte nachdenklich. Ich kann mich genau erinnern, dass ich auch so war. Erst als eine Katze meinen Vater vor meinen Augen fraß, glaubte ich, dass Katzen Mäuse fressen, sagte er. Wir müssen etwas tun, lieber Mann! Wir müssen etwas tun! Ja, aber was? Das ist die Frage, sagte die Mama Maus. Wir dürfen nicht warten, bis das Scheusal eines unserer Kinder gefressen hat. Der Mäuserich sagte traurig. Soll ich mich dann opfern? Kommt nicht in Frage. Ich möchte nicht Witwe werden. Wir müssen aber sofort etwas unternehmen. Ich glaube, ich weiß was, piepste die Mama Maus. Die Kinder brauchen Anschauungsunterricht. Sie müssen sich selber davon überzeugen, dass der Kater Krallen hat. Das ist eine gute Idee. Aber wie sollen wir sie ausführen? Der Kater läuft immer auf Samtpfötchen herum. Ich vermute sogar, dass er, wenn er mit unseren Kindern spricht, seine Zähne mit den Lippen verdeckt. Vielleicht behauptet das Scheusal sogar, zahnlos zu sein. Wir müssen es machen, wenn er schläft. Dann holen wir seine Krallen aus den Samtpfoten heraus. Und wenn wir seine Lippen auseinanderziehen, können wir den Kindern auch seine Zähne zeigen. Und dann wird er wach, piepste ängstlich der Mäuserich und zitterte bei diesem Gedanken. Und dann packt er uns und frisst uns alle auf, eine nach der anderen. Die Mama Maus musste ihn beruhigen. Er wird nicht wach, weil wir ihm eine Schlaftablette in sein Katzenfutter mischen werden. Aber woher bekommen wir die? Jeden Abend, bevor sie schlafen geht, legt Frau Müller, sein Frauchen, eine Schlaftablette auf ihren Nachttisch. Die Tablette werden wir klauen und unter Puffys Katzenfutter mischen. Dann müssen wir nur warten. Nun werdet ihr sicher fragen, und was machte inzwischen der Kater Puffy? Der Kater sah auf dem Schoß seines Frauchens fern, schnurrte gemütlich und dachte, wie schön, dass unsere Hausmaus Junge hat. Die sind so dumm, dass sie mir glauben, dass ich keine Krallen habe. Sie werden von Tag zu Tag größer und sehen von Tag zu Tag appetitlicher aus. Ich bin ein Glückspilz. Ich werde sie sicher bald alle auffressen können. Und er leckte sich genüsslich die Pfoten. Es war spät in der Nacht, als er Hunger bekam. Er beschloss, sich im Wohnzimmer vor den Schrank zu legen. Vielleicht habe ich Glück, dachte er. Vielleicht kommen heute Nacht die Mäuschen heraus. Doch nach einiger Zeit wurde er so hungrig, dass er in die Küche lief, um Katzenfutter aus seinem Napf zu naschen. Eine kleine Stärkung, miaute er vor sich hin. Nur eine kleine Stärkung, bevor die duftenden kleinen Mäusekinder endlich in meinem Magen landen. Und es kam, wie es kommen musste. Puffy schlief ein, weil er die Schlaftablette mitgefressen hatte. Darauf hatte die Mäusefamilie nur gewartet.
Der Mäuserich kam als erster, dann die Mama-Maus und erst dann die Kinder. Nachdem der Mäuserich den Kater dreimal in den Schwanz gebissen hatte, um festzustellen, dass er ganz fest schlief, erklärte die Mama-Maus: Schaut gut hin, Kinder. In diesen Samtpfoten verstecken sich die schärfsten Krallen der Welt. Und in diesem Maul die schärfsten Zähne. Ihr könnt euch selber davon überzeugen. 6 kleine Mäusekinder schauten neugierig zu und piepsten entsetzt. Gut, dass du uns das gezeigt hast, Mama. Wir hätten es ja nie geglaubt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass der Kater Puffy niemanden von dieser Mäusefamilie erwischt hat. Aber das war nicht so schlimm, denn er hatte ja sein Katzenfutter.